Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle, den Ultra Mapping Man. Yeah, Kalle is the 223 Ultra Mapping Man of the Year, ne? Ja, ja, sagen wir es so. Wir sind hier gerade mal versuchen, eine Düngestufe auf die Fläche zu kriegen, ne? Das ist jetzt nicht das Schönste. Muss auch eine Außenansicht machen, aber ich will auch ein bisschen eine Troche haben, ne? Und sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt GPS einstellen für die zwei Flächen oder für die kurzen Meter, bin ich zu faul, bin ich ganz ehrlich. Ab und zu muss man auch mal faul sein. Hoffentlich sieht man das überhaupt, ne? Außerdem macht man das ja eigentlich so nicht, aber ich muss ja auch ein bisschen der Troche haben, ne? Aber der nicht hier vernünftig. Das wäre ja nicht schön. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja Bullshit, aber sagen wir, es ist nicht schön. Ich sehe nämlich gar nichts. Sieht der nicht, wo wir waren? Hier ungefähr, ne? Ja. Wenn die Maus jetzt noch wieder. Der Teil noch gerade wäre, dann hättest du das auch das gesehen, ne? In den Innern sehe ich keine Chance, siehst du nicht. Ne? Wie viel weh? Ja, in die Sonnenblumen werde ich glaube ich nichts reinfahren. Muss auch noch auf den Acker heizen und wir müssen auch die Maschinen zu Hof holen. Ah, das ist alle Drama, ne? Hier müssen wir glaube ich hin, ne? So ungefähr. Das ist echt gut, ne? Nicht. Haben wir noch Blindfest? Oh, fast leer, ne? Schickeram ist er. Das haben wir natürlich nicht genug gelacht. Schicki Feinde würde ich mal sagen. So, hier eben. An Point. Hier so ungefähr, ne? Ja, ja, ja. Läuft, guck mal. Jetzt hätten wir im Leben nichts anderes gemacht. Man macht den ganzen Tag Gülle vor. Der ist nicht schön, das gibt's ja auch offen und ehrlich zu. Ich wollte auch jetzt gar nicht anknipsen, aber ich habe mir gedacht, ich will euch dann nicht vorenthalten. Ich dachte, hier in der Sitzimmer ist Svenny. Wie ist denn da eine Düngestufe drauf gekriegt? Ja, hier mit Gülle. Mach mal hoch den Laden, klopp dich mal ein. So, nehmt euch nichts vor, ne? Macht mal die Töne ein bisschen leiser, ne? So viel erzählen tue ich nicht, ich wollte heute fahren. Weil ich muss ja Gülle fahren, ne? Gülle fahren, da muss ja immer schon so ein bisschen das, wenn du rückwärts fährst, riechen, ne? Sagen wir, wie es ist. Müssen zum Gülle, zum Vieh hin, ne? Wenn da irgendwas abholen, ne? Damit der Laden rennt. Schick gerade, ich brauche auch mal ein Bild, ne? Hab ich fast vergessen, du. Ich glaube, ich frage Marion, ob wir den auf den Server nehmen können hier. Ja, ich hab Bock drauf auf den. Bock. Aber dann heißt es wieder, du hörst nichts, weil du so mit zu lauten Schleppern spielst. Ja, ist so. Macht ja Spaß. Der Sound, ne? Pass mal lieber auf die Straße auf. Hier können wir noch ein bisschen Mist fahren, aber ich glaube, wir haben noch nicht mal Miststreuer, ne? Gucken, ob wir noch genug haben, man misst du. Nee, alte Eiche, da wollen wir noch nicht hin. Ich habe gehört, alte Eiche wird renoviert, ne? Da kannst du nichts machen. Deswegen bleiben wir hier. Wie heißt das hier an diesem komischen Seedingsbums? Heiligensblende, ne? Ist wenn ich war im Garten, ne? Boah. Halb umgebracht schon. Nee, umgebracht habe ich mich nicht, aber so halb, ne? Meine Scheiße, ey. Jedes Jahr das Gebönsel mit den Büschen schneiden, hier und da. Ist nicht lustig.
Aber was macht man nicht alle? Ich wollte noch nach einem Schlepper gucken, ne? Aber wir haben keine Kohle. Ich muss jetzt Kohle noch zuschreiben. Habe ich die mit reingenommen? Hier, dank Marian haben wir jetzt auf dem Server immer so geil klingende Fans, ne? Aber welcher ist der? Ist das der hier? Wie müsste das sein, ne? 718. Gibt's den auch in einer anderen Version? So 27, ne? Aber wir haben keine Kohle. Mit Steuer haben wir auch noch nicht, ne? Muss ich auch noch kaufen. Ey, wir müssen gleich mal Maschinen vom Händler holen. Ne, mit Steuer haben wir noch nicht. Was kaufen wir denn da? Sag mal. Ist ja auch nicht, ne? Ich auch gar nicht, so. Dann so einkaufen? Ich will schon Pelle haben hier und nicht, die sehen am besten aus, ne? Boah, zwei. Komm, den kaufen wir. Oh, Fass ist voll, Abflug. Moin, ich hab eulig. Müssen wir noch was schaffen hier? Lex ist fertig. Außer Svenny. Weißt du, nochmal schön Rosenschnitt gemacht, ne? Laub weggemacht. Das ja jetzt schon anfängt von den Bäumchen zu fallen, ne? Dann habe ich... Was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, die Magnolie vorne richtig beschnitten. Nächste Woche kann ich das Zoll noch weghexen. Ich weiß sogar nicht, wie ich das hinschmeißen soll. Sind wir, wo fahren wir eigentlich jetzt hin? Ja komm, dann düngen wir noch ein bisschen was in den Sonnenblumen da. Das wäre auch ganz lustig, ne? Hier müssen wir auch noch düngen. Ja. Da hinten auch. Schickram ist er. Wenn er nicht vernünftig siehst, das ist Bullshit. Svenny und die Hupe, ne? Best Kumpel ever. Wenn wir da jetzt nicht mit Gülle durchheizen, ne, dann können wir die eigentlich auch direkt unterfliegen. Aber das siehst du ja noch beschiert. Na komm. Ist ja noch stehen da. Nee, da tue ich mich nicht an. So viel Mist haben wir heute, wie so viel Mist vorkommt, ne? Schickram, Schickram. Ich sollte hier so ein bisschen den Grünstreifen mit tun, hat der Bürgermeister gesagt, weißt du? Und wollen dann nächstes Jahr noch so ein paar Blümchen pflanzen. Da ich ja hier Vorbildsbauer bin auf dem Frühling, ne? Er ist gesagt, der Klaumob wieder. Kannst ja nicht nur sagen, muss er auch machen, ne? Form muss aber auch kommen. Guck mal, hier war die Vorgasse, hier sind wir eben schon durchgefahren, deswegen passt du da damit reinfahren. Wie geht's denn meinen Mädels? Hat mal einer geguckt? Oh. Schickram, ich hab das Wichtigste vergessen. Wir spielen ja hier ultra realistisch. Nicht. Moin, ne? Wie ist ich Lage hier? Ach und, hier hat mich eine Zuschauerin gefragt wegen Rinderstall. Ne, den gibt's auf FBM, aber die Weide, die musst du dir dazu platzieren. Die gehört nicht zum Rinderstall, ne? Sorry, ich hab den Namen vergessen. Tut mir leid, ne? Den Rinderstall gibt's da setzt du den Mistträger rein.
Aber die Weide, die musst du dir dann da dran platzieren, ne? Nur, dass du nochmal Bescheid... Marion? War das richtig? Sorry, ich habe im Moment echt viel immer im Kopf und um Ohren, dass ich das leider dann manchmal auch verborse. Aber wie gesagt, ne, die Weide musst du dir dann da dran setzen und dann kannst du die halt da reinfahren oder so, ne? Na, Kleine? Wie ist sich Lage? Was macht Babybauch? Sag mal. Sag doch mal. Du kannst auch mit Svenny reden. Mann, ja, dann leg dich hin. Und, was muckt der Babybauch? Alles nur Tutti? Ja? Ja? Ist das schön hier? Ja, hat der Bürgermeister gut gemacht hier, ne? Hier, guck mal. Die Gras ist auch saftig grün, ne? Ein bisschen Unterhaltung hast du hier auch, wenn der Svenny mit dem Fan lang fährt, ne? Hier, läuft hier. So, die ist auch wieder glücklich, ne? Man muss ja seine Viecher glücklich machen. So, hüpfen wir eben rein. Wir müssen ja auch noch ein bisschen was tun. Ist halt so, ne? Du kannst ja auch nicht nur von Luft und Gülle leben. Also da musst du auch mal arbeiten. Richtig? Richtig. Der Lauf, ey. Wenn der zu laut ist, dann machen wir nächste Folge wieder Scheibe zu. Oder ich hätte mal Bock, mit offener Scheibe wieder zu fahren, weißt du? Macht ja Laune. Wir gehen mal hier so... Nee, auch mal mit offener Scheibe fahren. Mit Schubteil. Wenn wir die Sonnenblumen ist das jetzt ein Zuschussgeschäft. Ich glaube, die tun wir unterplagen. Wir müssen ja eh flügen, damit wir nicht striegeln brauchen. Ist nicht gut für Position Forming, weiß ich selber, was willst du machen? Wenn du nicht striegeln willst, musst du flügen. Guck mal, diesmal passt das auch besser mit Position Forming hier, ne? Richtig cool. Nicht dieses Doppelgemoppelte und so, wie auf einem normalen Frühling? Ne, macht das hier nicht gut. Sagen wir mal, wie es ist. Kannst auch mal so rumfahren. Besser. Oh, das passt wirklich. Guck mal, hier ist die Fläche fertig. Nee, da fahren wir keine Gülle rein, das ist Schwachsinn. Mal keine Trache haben, aber richtig vor mir die Rübke ist. Der Daumen müssen wir da hinkommen, ne? Und der Rest ist. Ach, hier Soja, da brauchen wir eh nicht düngen. Die Fläche ist abgeerntet. Ja, Sonnenblumen. Den Mais habe ich. Und hier bei der Rüben. Die werden wir einfach nur mal runterbölzen. Popo lecken 580 und dann ist das gut. Abflug. Güllewagen in den Hof. Müssen aber auch mal gucken, ey. Wir müssen da echt demnächst mal so ein bisschen umbauen an den Hof, ne? Was ist das denn für ein Streuner da auf der Straße? Was macht der denn hier? Siehst du, 4 bis 7 km/h Schrittgeschwindigkeit. Guck mal, Marian, ich kann auch langsam fahren. Das geht aber nur mit denen hier. Guck mal, dann ist er nicht mehr so braun, ne? Das wäre die... Also, was darfst du nicht sagen?
Kein Wunder, dass die nix fertig kriegst auf der 16-fachen Map, wenn du da immer hinter so einen Schleicher hinter dir schleichen musst. Bienenpflücke. Kann's nicht sein, ne? So, sag mal, wo stellen wir denn unseren Güllebomber hin? Wir müssen mähen, ne? Ja, wir müssen ganz dringend mähen, wir brauchen Silage und so. Also, wir holen aber jetzt erstmal die Maschine aus dem Teil zum Hof, damit das mal erlebt. Da ist ja gar kein Platz mehr zum Einporgen. Güllebomber können wir hier auf den Güllepott setzen, ne? Guck mal, hier so hin. Hier so langsam, ne? Guck mal. Oh, ne, das war nicht gut. Dann gehen wir da ab. Klopfen wir einen Rückwärtsgang rein. Schickram, Folge ist auch schon zu Ende, liebe Leute. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!